Willkommen zurück, zweite Folge Styx Shards of Darkness. Heißt es eigentlich Styx oder Styx? Wahrscheinlich Styx, ne, mit Y. So, und ziemlich genau bis hierhin hatte ich dann auch die anderen beiden Folgen, die ich schon mal aufgenommen hatte und die ja dann leider verloren gingen, beziehungsweise nicht brauchbar waren, gespielt. Das heißt, ab hier ist es für mich auch neu. Es geht auch irgendwie da hoch, ich weiß jetzt aber nicht. Wo geht denn der lang? Ach, guck mal, ich kann auch die Blickrichtung von denen ansehen, wenn ich diese Goldharz-Vision drin habe. Schnelligkeit Silber. Das ist wahrscheinlich... Schnelligkeit Bronze. Das ist wahrscheinlich... Je nachdem, wie schnell ich irgendeinen Abschnitt geschafft habe. So. Okay. Ach, guck mal, hier drüben liegt wieder so eine Marke. 3 von 10. Ich hoffe, ich habe bisher alle bekommen. Da geht's hoch. Ach, guck mal. Die hätte ich fast übersehen. Da ist ja sogar noch eine Tür. Ach, da kommen wir hier hoch auf den Dachboden. Es ist teilweise auch echt dunkel. Falls das zu dunkel für euch sein sollte, kann ich die Helligkeit gerne noch ein bisschen hochschrauben. Wo ist Goldharz eingesammelt? Hier drüben. Geht's auch durch. Boah, das ist teilweise echt dunkel. Oder es kann sein, dass weil ich gerade aufnehme und bei mir das Fenster offen ist, es ein bisschen dunkler erscheint. Beziehungsweise das Rollo oben. Und ein bisschen mehr Sonnenlicht eindringt. Okay, hier oben könnte ich einfach durchlaufen. Okay. Ich weiß halt nicht. Da stehen zwei. Da liegt auch noch mal was rum. Have you seen the posters? Carnage is recruiting. There are squads hunting goblins in other places too. It'd be a good way to get out of this shithole. I don't think I'm made for the job. Those things scare the hell out of me. Yeah, it's true. You wouldn't last a day. And there's some real hard cases in the squads. Ach so, das hätte ich vielleicht vorher schon mal lösen können. Jetzt sehe ich das erst. Pass mal auf, ich kann das ja lösen. Den einen müsste es ja trotzdem erwischen, oder? It's a trap. So, die anderen beiden sind natürlich jetzt aufmerksam. Ich hoffe, den einen hat es auch erwischt hier unten. He got taken out. Who could have done this? Oh, orange, okay. Also es gibt grau, gelb, orange, wenn sie was entdeckt haben. Ich muss rausfinden hier. Da unten lag ja nur noch ein bisschen was rum. Leute, ich muss, glaube ich mal, bei mir gerade die Helligkeit ein kleines bisschen nach oben schrauben. Okay. So. Ja, okay, das ist ein bisschen besser. Besser. Ich mache nach der Folge mal mein Rollo runter. Möchte dafür jetzt hier nicht extra aufstehen. Wieder Insekteneier. Okay, da unten ist noch so ein Plakat. Und irgendwo stand doch dort noch einer rum. Oder bei... Ah ja, da ist er. Da ist er. Was ist das? Was hängt denn dort links von ihm? Ach, das ist vielleicht Wasser, was ich vergiften könnte, ne? Hohoho. Aus die Maus, vorbei mit rumhämmern. Und hier rechts liegt auch wieder eine Marke. Ah, super. Zack, 4 von 10.
Guck mal, hier geht's auch unten drunter durch. Was haben wir hier? Rohes Goldharz. Ah ja, okay, das könnten wir vergiften. Na gut. Da könnten wir uns auch drin verstecken. So, 5 von 8 Poster. Ich glaube, da oben steht schon wieder einer. Ach, ah, okay. Dafür bräuchte ich einen Dietrich. Warum sagt bloß, den hätte man schon finden können. Stimmt, ich erinnere mich, wir könnten ja theoretisch auch einfach immer so einen Klon vorschicken. Ich will das gerade mal mit dem Unsichtbar sein. Wie lange das anhält. Ah, okay, so, weiß ich nicht, ein paar Sekunden. Ah ja, und unten rechts das Rote natürlich die Gesundheitsanzeige. Dann das ganz rechts in dem Kreis, was ich hier drüber ausgewählt habe. Ablenkungsgegenstand, okay, das ist... Hier? Ah ja. Ach so, wenn ich nach rechts drücke, das sehe ich jetzt erst, das habe ich gerade durch Zufall mal getestet, nach rechts auf dem Steuerkreuz, dann speichert der. Und nach links laden? Nein. Nach oben? Ah, wenn ich nach oben drücke, dann pfeift der. Ah, okay. Gut, das haben sie uns bisher noch nicht erklärt. Ich dachte ja vorhin, als ich durch der Schlüssel... Doch, da drüben. Oh, natürlich. Boah, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, als ich durch das Schlüsselloch geguckt habe, sah es so aus, als ob hier jemand rumsteht. Da sind auch zwei. Bei Assassin's Creed würde ich jetzt hier auf die Kante gehen und so ein Doppelattentat von oben ausüben. Nichts zu berichten. Wir könnten uns auch einfach vorbeischleichen, aber... Ah, hier. Eisenerz. Ah, die gehen wahrscheinlich ja einmal eine Runde rum. Ja, hier sind die beiden da hinten. Dann schauen wir uns, da vorne liegt noch was. Rohes Goldharz und giftige Sporen. Ihr könnt wahrscheinlich das Boot hier runterlassen, ne? Oder? Oh Gott, die beiden sind gerade da oben. Gott sei Dank, die gehen jetzt weiter. Ich dachte schon, die sehen mich jetzt. So, ich soll da hoch. Okay. Ah, the Silver Goblet. Used to be the best bar in this part of Thoban. Looks like the change of owner has brought in some not so fresh faces. Der Sold der Wachen, den holen wir uns. Ich kann halt da in der Mitte runter. Ich vermute mal, dass da auch noch irgendwas rumliegt.
Oder? Nö. Okay, ich könnte aber darüber. Oder? Schafft er das bis an das Seil? Oh, Gott sei Dank. Nein! Oh, okay. Das hat nicht gereicht. Ja, ich bin erbärmlich, ich weiß. Weiter geht's. Bisschen schade, dass es da nicht direkt lädt, sondern erst nochmal so eine kleine Sequenz kommt. Ich weiß gar nicht. Kann man das vielleicht einstellen, dass das... Schwierigkeitsgrad, Untertitel, Entdeckungssymbole. Wo ist denn die Helligkeitsanzeige? Nee, okay, geht anscheinend nicht. Steuerung. Okay. Achso. Okay, ich habe gedacht, das hätte eigentlich da oben gerade nochmal gespeichert, als wir dort oben bei der Gehe zur Kneipe standen. Nanu, wo sind denn beide? Ah ja, da drüben. So, es geht ja ganz fix. Ah, the Silver Goblet. Used to be the best bar in this part of Thoban. Looks like the change of owner has brought in some not so fresh faces. Wir haben ja auch die Pfeile, die können wir von mir jetzt auch mal nutzen. Nehme ich mal einen Goldharztrank, dann können wir hier wieder die Fähigkeiten einsetzen. Ach, hier. Hier war noch eine Marke. 5 von 10. Okay, die Hälfte. Wahrscheinlich müssen wir bis da rüber. Oder da hinten hin. Oder da hoch. Oder da hoch. Oder dahin. Ich weiß es nicht. Scheint ein paar Wege zu geben. Da drüben steht einer, da ist noch einer. Rechts, dort über dem Kopf und dort links. Ich muss mal kurz schauen, ob der links dort sich bewegt oder ob der da einfach stehen bleibt. Wenn er da stehen bleibt, könnte ich mich darüber schwingen. Oder nach unten. Ah, okay. Halt. Falsch. Junge, Junge. Oh, das ist tatsächlich ein bisschen... Okay, Gott sei Dank. Kann ich mich nicht direkt da drüben durchs Fenster schwingen? Ach so, ihn hätte ich jetzt bestehlen können. Fuck, das lese ich jetzt erst. Noch eine Marke gefunden. Na gut, hätten sie mir auch mal R zeigen können. Das wusste ich jetzt nicht. So, da sollte der wachen. Das nehmen wir mit. Da liegt aber einiges rum. Das ist aber toll. Alles her damit. Können wir noch mal einen Pfeil machen? Okay, ich erkenne gar nichts. Pennt wieder einer. Have you heard about the Talking Goblin? Yeah, but I don't really believe it. Goblins are all the same, but it means we can blame him for everything that goes wrong around here.
Sounds about right. Those filthy parasites are a pain in the ass, and there's too many of them. And if they start understanding what we say as well as wrecking the place, I don't even want to think about it. I'm not going to think about it. I'd rather just go and join Carnage before it happens. Ich kann ja nur die Wachen ohne Rüstung ausschalten mit diesem Pfeil. Aber da der da hinten auf den Kopf bei denen zielt, okay, da geht dort immer mal was trinken. Wir das auch mal gemacht. Okay, super, das ging gut. Das hat gut geklappt. Sammeln wir den ganzen Kram noch einen, der hier rumliegt. Da ist noch einer. Jetzt raus. Hallo? Okay, der läuft bis dorthin. Das ist eine Kiste. Da ist auch noch einer. Ach komm. Oh ey, ich habe gedacht, der haut den jetzt von oben direkt das Ding durch den Kopf. Sorry, das hat überhaupt nicht funktioniert. Müssen wir dann wohl nochmal ran. Okay. Kein Problem, wir sind hier direkt in der Nähe. Ist ein bisschen blöd. Entweder kann man das vielleicht noch freischalten, dass man Angriffe von oben ausführen kann, oder das geht vielleicht gar nicht. Da hatte ich ja drüben sogar was vergessen gerade. Mein Lebenstrank. Ach so, das war der Raum mit dem Sold von vorhin. Hier geht's also auch raus. Aha. So, dann gehen wir jetzt aber erstmal nach oben. Speicher mal. Ich sollte vielleicht öfter speichern. Wenn ich irgendwas vorhabe, was ich noch nicht weiß, ob das geht oder nicht. Mist. Bräuchte ich wieder einen Dietrich. Gibt es mit Sicherheit noch einen anderen Weg. Da zum Beispiel. Geht's noch höher? Okay, da ist noch mal so ein Belausche die Elfen-Ding. Mist. Möchten wir auch einen Dietrich.
hier? Hier ist noch eine Marke, 7 von 10. Dietrich, ah, ja super. Bin ich auch mal gespannt, ob es da so ein kleines Minispielchen gibt oder... Schade. Da steht noch einer. Ich probiere mal, ob ich trotzdem den Kopf von dem mit dem Pfeil treffen kann. Ah ja. Ui. Da unten hat es jemand mitbekommen. Ach Göttchen. Oh. Groß Goldharz zweimal. So, steht der Typ noch da hinten rum? Der läuft. Okay, und der geht auch gerade weg. Deswegen würde ich sagen, Dietrichen wir uns mal einen ab. Okay, gibt kein Minispiel, bloß lange gedrückt halten. Dann öffnet sich die Tür. Und ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein bis zur nächsten Folge. Ciao.